Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll und ihr hört es höchstwahrscheinlich auch an meiner Stimme. Es war ein Abend mit viel Gebrüll, viel Geschrei, es ist viel drunter und drüber gegangen. Aber ich will es so kurz wie möglich halten, jedoch ausführlich genug, damit ihr alles versteht. Ihr wisst alle, der Kampf Moabdallah gegen Sinanji fand statt. Und bisher war ich fast bei jedem Universum-Boxing-Event mit dabei und wollte halt auch diesmal wieder live vor Ort sein. Ein Zuschauer von mir kam eines Tages auf mich zu, der mittlerweile ein sehr strammer Supporter ist und meinte, ey Bro, hör zu, ich habe 40 Karten und die würde ich dir gerne schenken, du kannst sie verteilen, so wie du willst. Ich habe dieses Angebot natürlich dankend angenommen und die Karten halt aufgeteilt. Einige Karten habe ich meinen Brüdern und Cousins gegeben, andere habe ich an die Community verteilt. Also wirklich geschenkt, ohne Gegenleistung zu erwarten. Voller Vorfreude hat Nebi die ganzen Karten ausgedruckt. Wir haben es den Leuten mitgeteilt, haben uns nochmal abgesichert, ob alle mitkommen oder nicht. Sollte halt ein unvergesslicher Abend werden und eigentlich stand dem auch nichts mehr im Wege. Naja, wenn doch nur alles so einfach wäre im Leben und immer reibungslos ablaufen würde. Aber wir alle wissen, es ist niemals der Fall. Der Supporter von mir, der gescampt wurde, kam eines Tages bei mir auf Twitch. Ich war gerade live in den Discord Channel, wo ich mich meistens aufhalte und meinte, ey, ich habe eine schlechte Nachricht, ich wurde gescammt. Naja, erstmal brach eine Welt zusammen, denn es ging dann nicht nur um mich, sondern ich hatte sehr vielen Leuten zugesagt, mittlerweile 45, die mit mir mitkommen sollten. Und ja, wie sagst du diesen Leuten jetzt ab? Wie erklärst du denen, dass die Karten bzw. der Tag, auf den sie sich gefreut haben, ins Wasser fällt? Der Supporter von mir komplett am Boden zerstört, was völlig unverständlich ist, denn er wurde gescammt. Er hat Geld bezahlt für die Tickets. Er muss sich sein Geld jetzt irgendwie zurückholen. Ihn trifft keine Schuld. Trotzdem verständlicherweise absolut miese Stimmung. Und ja, es blieb dann an mir hängen, den ganzen Leuten abzusagen. Leuten, die sich schon Tickets geholt hatten, um nach Oberhausen zu gelangen mit Bahn. Leute, die sich auf diesen Abend so mies gefreut hatten. Ich meine, das war eine relativ kurzfristige Absage. Und dass der Mitarbeiter, der die Tickets wohl doppelt und dreifach verkauft hat, sowohl gekündigt als auch angezeigt wurde, hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Also sagte ich allen Leuten erstmal sicherheitshalber ab, aber kontaktierte auch zeitgleich Leon Mascher in der Hoffnung, dass er mir da vielleicht weiterhelfen könnte. Im Vorfeld muss man sagen, Moabdallah hatte mir angeboten, mir Tickets zu geben, damit ich da hinkommen kann. Sinans Seite hatte mir angeboten, mir Tickets zu geben, damit ich da hinkommen kann. Bin auf all diese Angebote nicht eingegangen, denn wir dachten ja, wir hätten Tickets. Aber egal, wie gesagt, ich kontaktierte Leon Mascher und er leitete mir die Nummer eines der Veranstalter weiter, der Marlon. Die meisten von euch sollten ihn kennen. Ich schrieb erstmal auf ganz höflich, null aufdringlich, hab gewartet, bis er sich meldet und gefühlt wie ein Hund hat er mich übertrieben lange warten lassen. Das soll mich hier noch nicht mal stören. Allein die Tatsache, dass er geantwortet hat, ist heutzutage leider Gottes nicht mal mehr selbstverständlich. Deswegen dafür erstmal Props. Ich habe ihm die Situation erklärt und er hat mir ein Audio zurückgeschickt, in der es hieß, kurz und knapp zusammengefasst, ey, schade, dass ihr gescampt wurdet. Ja, wir haben davon mitgekriegt und ich werde auf jeden Fall versuchen, euch reinzubekommen. Es ist sicher, bla bla bla. Ich komplett am Durchdrehen, übertrieben viel Vorfreude gehabt, habe jeden wieder kontaktiert, denen ich gerade erst abgesagt hatte, also einen Tag zuvor, und meinte, ey Leute, wie sieht's aus? Wir können morgen doch noch dahin. Das heißt, es war nur noch eine Zeitspanne von einem Tag dazwischen. Natürlich sagten mir übertrieben viele wieder zu, hatten sich tierisch gefreut und waren überrascht, dass ich es irgendwie noch geschafft hatte, da was zu dribbeln. Aber ein Teil war halt relativ skeptisch und dachten sich, ich weiß nicht, 7 Stunden zu fahren, was ist, wenn es doch nicht klappt? Absolut verständlich, sage ich euch hier so, wie es ist. Aber das war alles wichtig, um jetzt zum besagten Tag zu kommen. Mit absolut guter Laune bin ich aufgewacht. Nebi, wir haben uns vorbereitet, ein bisschen organisatorische Sachen noch geklärt. Wir waren trotzdem jetzt noch so 40 Leute, die dahin wollten. Fühlt euch wie zu Hause, setzt euch. Aber ich muss, der ganze Bock gehört uns, Bruder. Treffpunkt, Uhrzeit, alles muss ja irgendwo geregelt sein. Hamudi auf dem Weg zu mir nach Hause, um mich und meine Brüder abzuholen, damit wir nach Oberhausen fahren können. Naja, wir fahren los und auf dem Weg dahin erreicht mich eine
Audio von Marlon. Denn ich hatte ihm E-Mails geschickt vom Scam, hatte ihm die ganze Situation ausführlich erklärt. Er hatte mir daraufhin geantwortet und meinte, was ist nochmal hier Sache? Meld dich mal bitte. Naja, er hat sich nicht gemeldet. Wir sind auf dem Weg dahin und einfach mittendrin schickt er mir eine Audio und sagt, ja, tut mir leid, sehr schade, was da passiert ist, aber ich habe keine Tickets mehr, ich kann da auch nichts für euch tun. Naja, verständlicherweise hatte ich dann halt miese Laune, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Scheiß mal auf mich, scheiß auf meine Cousins, die auch schon unterwegs waren. Aber was ist mit meinen Zuschauern? Was ist mit denen, die sich so drauf gefreut hatten, dass wir uns alle persönlich einmal kennenlernen, dass wir einen schönen Abend da verbringen? Hin und her. Wie konnte ich denen jetzt noch absagen? Ginge es nach mir, ich sag's euch, wie es ist, wäre ich sofort umgedreht und hätte meine Konsequenzen daraus gezogen. Aber ich konnte die Leute da ja nicht hängen lassen. Also kontaktierte ich jeden einzelnen von denen und teilte denen halt die Situation mit. Während Cousins von mir wie Donny und seine Leute, die alle mitgekommen wären, oder mein Bruder Malik, die anderen, die mitgekommen wären, nicht mitgekommen sind, frühzeitig abgesagt haben, weil die keinen Bock auf dieses Hin und Her mehr hatten, verständlicherweise, fuhren die restlichen von uns einfach weiter, um uns dort zu treffen. Man hätte ja auch anderweitig was unternehmen können. So haben wir halt geplant, dass wir erstmal essen gehen, ein bisschen miteinander quatschen und gemeinsam gucken, wie jetzt unser Plan aussieht. Aber der Ehrenmann Marlon hatte ja auch noch einen sehr, sehr geilen Tipp für uns, denn in der Audio hat er noch erwähnt, dass es an der Abendkasse Karten gibt, die man sich holen könnte. Ein kleiner Spoiler am Rande, wir haben uns tatsächlich Tickets an der Abendkasse geholt und mit wir meine ich mich. Scheiß aufs Geld, scheiß auf die Demütigung vor Ort, aber dieses Erlebnis war mir wieder eine Lektion. Und es hat auch viel Schönes mit sich gebracht. Der Mann an der Kasse wollte uns helfen, konnte aber nichts machen. Sogar die Securities beim Einlass wollten uns einfach so alle reinlassen, aber das konnte ich nicht annehmen. Jedoch sage ich euch ehrlich, wirklich vom tiefsten Herzen, ich liebe diese Zuschauer, ich liebe diese Menschen, die so ein großes Herz haben und wirklich von allen Seiten versucht haben zu dribbeln. Aber ich habe mich einfach geweigert, wie so kleine Kinder meine Community reinzuschmuggeln. Oder wir sind doch keine Penner oder sonst was. Ein Supporter von uns hatte Tickets gekauft, wir hatten bezahlt. Ich hätte auch die Gelegenheit gehabt, wenn dieser Scam nicht passiert ist, über Mo Abdallah und Sinanji genug Leute auf die Liste schreiben zu lassen. Wir wären alle reingekommen. Die Optionen waren endlos. Wie gesagt, so viele andere Leute hatten übermäßig viel Tickets und hatten mir Tage davor angeboten, mir diese zu geben. Und ich weiß diesen guten Willen, sowohl von der Security vor Ort, noch von allen anderen Leuten, die da waren und auch in der Schlange standen, wirklich zu schätzen. Da waren sogar Zuschauer von mir, die waren bereit, mir ihre VIP-Tickets zu geben. Die dachten, ja, nee, ich hätte keine VIP-Tickets kriegen können, was ja nicht stimmt. Ich wollte einfach mit meinen Leuten im Block sitzen. Aber auf diese Faxen habe ich alles keinen Bock gehabt. Karte rausgeholt, Tickets geholt, wir sind essen gegangen. Darf ich euch einen Ratschlag geben? Geht nicht dort essen, wo wir essen waren. Es war sehr, sehr wenig die Portion und übertrieben teuer. Auf dem Weg zurück zur Arena und um uns mit den restlichen Leuten von uns zusammen entstand halt dieses Foto mit einem Teil der Leute, mit denen wir dann letztlich die Box-Arena betreten haben. Und ab dort ging es nur noch bergauf. So viel Liebe, so viel stramme Menschen, schöne Charaktere und viele bekannte Gesichter. Ich war wirklich froh, dass es schlussendlich doch noch geklappt hat und mit einem weinenden und auch lächelnden Augen fingen wir an, den Abend zu genießen. Und ein riesen Dankeschön geht an der Stelle raus an die Leute, die mit mir da waren, an die Community, an die 99% Mazdaq Army. Ich küsse eure Herzen, die strammsten Menschen, wirklich seit langer Zeit, denen ich begegnet bin. Und ich bin auch wirklich froh, dass Nebi es geschafft hat, mich zu überreden, doch noch dahin zu gehen, doch noch zu versuchen, den Abend zu genießen. Puh, ja, und die Moral von der Geschichte, ganz egal, wie scheiße etwas anfängt, es kann sich am Ende zu was Positivem entwickeln. Hier nochmal ein Dankeschön wirklich an das Universum-Team, an die Leute, die mit mir da waren und an jeden einzelnen Menschen, dem ich dort begegnet bin. Ich küsse doch eure reinen Seelen. Danke für euren Support, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao. Der anonyme Hase, ein Prozenter. Armin, was bin ich schon, Alter? Der anonyme Hase, der immer kommentiert. Paco Chase. Ah! Fanseit Nummer 1. Alles gut. Ja. Einige Namen kennt man also. War von Anfang an doch immer dabei, ja. Wer gewinnt? Mo Abdallah oder Sinanji? Attack Nawalek. Ich sag, erste Runde Knockout Mo. Der Jugend eine vernünftige Moral zu verkaufen, ja? Freunde, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich rede von keinem geringeren als von Mazdaq. Mazdaq!
Was Tag? Die Welt ist sehr groß.